Ja, herzlich willkommen zu meiner neuen Videoreihe. In den letzten Videos habe ich die theoretische Grundlage für die Renten- und Annuitätenrechnung geschaffen und möchte euch anhand von Abschlussprüfungen zeigen, wie man dieses Wissen anwenden kann. Ich werde jetzt speziell die Abschlussprüfung der Wirtschaftsschule durchrechnen und euch zeigen, wie das funktioniert, damit alle mitmachen können, weil es gibt vielleicht auch Zuschauer, die jetzt nicht aus Bayern sind und würden vielleicht auch gerne diese Prüfungen mal rechnen. Dazu geht es ja einfach auf MEBIS. MEBIS macht Bildung. Dann findet ihr hier Prüfungen suchen. Prüfungstyp Abschlussprüfung wählen. Anschließend suche ich die richtige Schule raus. Das ist die Wirtschaftsschule. Und ja, hier gibt es nur das Fach Mathematik. Prüfungen anzeigen. Und hier sieht man jetzt die letzten Jahrgänge. Ich werde bei dieser Videoreihe mit 2020 anfangen und mich langsam rückwärts durcharbeiten oder rückwärts runterarbeiten. Also ich habe mir vorgestellt, ich mache die ersten 5 Jahre. Dann geht sie auf Download und dann habt ihr die Prüfung. So. Betrachten wir mal die erste Aufgabe. Also Luisas Opa schließt einen Sparvertrag ab. Anfang des Jahres 2010 zahlt er einmalig zu Beginn 7.500 Euro ein. Also zu Beginn des Jahres 2010. Und seither immer zu Jahresbeginn 2.500 Euro. Und der Vertrag wird mit 2,10% pro Jahr verzinst. Die Frage ist, über welches Kapital verfügt die Luisa am Ende des Jahres 2019? Wie kann man das jetzt berechnen? Wenn ich jetzt einfach die Formel hinschreibe und die Werte einsetzt, dann ist euch das immer noch nicht klar, wieso und weshalb. Am besten kann man es wieder deutlich machen, wenn man sich eine Zahlenachse einzeichnet mit den zugehörigen Jahreszahlen und dann die Raten dazu abträgt. Ich habe die erste Rate, die der Opa 2010 einmalig einzahlt, rot gekennzeichnet und die anderen Raten blau. Die rote Rate ist die mit den 7.500 Euro und die blauen sind die mit 2.500 Euro. Und wir wollen wissen, was die Luisa Ende des Jahres 2019, das ist der Zeitpunkt hier, Ende von 2019. Ende von 2019 ist das gleiche wie Anfang von 2020. Da die erste Rate leider einen anderen Betrag hat als die restlichen Raten, muss ich das leider aufteilen. Den Rentenendwert von diesen blauen und der roten Rate ausrechnen. Das bedeutet, die muss jede Rate auf den Zeitpunkt Ende 2019, quasi Anfang 2020, aufzinsen. Das heißt, die erste Rate mit dem Betrag von 2700 muss ich um 10 Jahre aufzinsen. So, und die anderen Raten muss ich auch jeweils aufzinsen. Man sieht, dass ich jetzt fangen wir mal von hinten an. Die letzte Rate, die ich einzahle, muss ich um ein Jahr aufzinsen. Naja, und so weiter. Okay, also ich suche diesen Rentenendwert von diesen Raten. Wie wird das also berechnet? Ich zeige euch das mal ausführlich. Tun wir mal die Bögen weg. Also die erste Rate wird um 10 Jahre aufgezinst. Anschließend muss ich jetzt die anderen Raten auch aufzinsen. So, die letzte Rate. Ich kann Q ausklammern. Ja, fügen wir das noch hinzu. Das in der Klammer ist eine endliche geometrische Reihe und die können wir natürlich jetzt kürzer schreiben. Okay, so, und das ist ja eigentlich die Formel, die auch in der Formelsammlung ähnlich steht. Hier muss man aufpassen, dass wir hier nur 9 Raten haben mit dem Betrag von 2500 Euro und die erste Rate wird um 10 Jahre aufgezinst. Ja, wir setzen jetzt mal die Werte ein. Der Aufzinsungsfaktor ist dann, naja, schreiben wir uns den mal kurz heraus.
Also 1,021. Und somit erhält die Luisa am Ende des Jahres 2019 34.232,28 Euro. Gut, 1,1 ist somit erledigt. So, schauen wir uns gleich die nächste Aufgabe an. 1.2. Neben dem Sparbuch von ihrem Opa besitzt Luisa noch ein Sparbuch, auf das sie vor 7 Jahren ihre Geldgeschenke zur Konfirmation in Höhe von 2.490 Euro einbezahlt hat. So, aktuell weist ihr Konto 2.763,51 Euro auf. So, berechne den Zinssatz. Okay, vor 7 Jahren hat also die Luisa diese 2.490 Euro. Und nach 7 Jahren hat sie die 2.763,51 Euro. Jetzt wird natürlich das Anfangskapital jedes Jahr verzinst und die Zinsen kommen aufs Kapital drauf. Die Frage ist, wie hoch muss der Zinssatz sein, damit man auf diesen Betrag kommt nach 7 Jahren? Das ist die Leibniz-Formel für Zinseszinsen. Man nimmt das Anfangskapital, multipliziert mit dem Aufzinsungsfaktor, das ist 1 plus i, hoch die Anzahl der Jahre. Und somit hat man diesen Endbetrag. Und die Gleichung muss man bloß nach i auflösen. Also zuerst auf beiden Seiten durch 2490 dividieren. Anschließend die siebte Wurzel ziehen. Ja, und jetzt ziehe auf beiden Seiten noch die 1 ab und dann habe ich den Zinssatz. Und dann kommt raus 0,01499. 9, 7, 9, 8, 8, 8, 8. Ja, wir runden, das macht dann 1,5% pro Jahr. So schnell ging die 1.2. Interessanterweise gibt es 3 Punkte drauf, obwohl die jetzt weniger aufwendig ist als die erste, meiner Meinung nach. Machen wir gleich die nächste Aufgabe. 1.3. Die Luisa erbt von der Großtante 40.000 Euro. Diesen Betrag legt sie zu einem Zinssatz von 1,8% an. Sie möchte davon künftig zu Beginn eines jeden Jahres Geld entnehmen. Okay. Das ist dann vorschüssig. Und was soll man berechnen? Wie viele volle Jahre kann die Luisa einen Betrag von 5.200 Euro entnehmen? Da ich jetzt nicht weiß, wie lange die Luisa diesen Betrag entnehmen kann, habe ich jetzt mal die Zahlenachse so eingezeichnet, dass hier der Zeitpunkt n, der unbekannte Zeitpunkt, da haben wir natürlich n genannt. Und jetzt trage ich einfach mal die Raten ein. Da sie Anfang des Jahres, schauen wir nochmal nach, zu Beginn eines jeden Jahres, okay, das heißt, sie legt das Kapital an und im selben Jahr entnimmt sie sich einfach mal die 5.200 Euro. Und das kann sie so lange machen, bis sie weniger als 5.200 Euro entnehmen kann. Es geht darum, dass das Kapital, was sie angelegt hat, das ist die Leistung und die Raten, die sie entnimmt, sind die Gegenleistungen. Bedeutet das, dass auf den Zeitpunkt n Leistung und Gegenleistung gleich hoch sein müssen. Somit zinse ich jetzt wieder alles auf den Zeitpunkt n. So, dann sieht es so aus. Das Kapital muss ich dann um n Jahre aufzinsen und hier jeweils die Raten. Aber wir sehen, das ist eigentlich der Rentenendwert einer vorschüssigen Rente. Also das Kapital wird um n Jahre aufgezinst. Das ist dann, jetzt kommt, das ist die Leistung und die Gegenleistung sind halt jetzt die vorschüssige, der Rentenwert einer vorschüssigen Rente lautet. Also für die Aufgabe gibt es 4 Punkte, weil die wollen, dass wir jetzt nach n auflösen, was natürlich jetzt ziemlich aufwendig ist. Ich werde die Aufgabe jetzt aber anders lösen, nämlich ich mache das jetzt quick and dirty. Ich setze einfach die Werte ein. Ich muss eigentlich gar nichts mehr machen, keine Substitution, nichts mehr. Ich muss dann zum Schluss ein bisschen umstellen und kann n berechnen. Ist mathematisch nicht schön, aber
Hier geht es ja nicht um die Schönheit, sondern wir sollen einfach herausfinden, wie viele volle Jahre die Luisa sich die 5.200 Euro rauslassen kann. Okay, dann setze ich einfach ein. Also der Aufzinsungsfaktor ist 1,018, weil der Zinssatz ist ja 1,8%. Na, hier ist er. Gut, wir fangen hier unten an. Das heißt, ich kann die zwei Zahlen schon mal verrechnen. Ja, ich beginne erstmal mit dem Nenner unten. Die Klammer ist noch nicht nötig, weil ein durchgezogener Bruchstrich das gleiche ist wie eine Klammer. Aber ich werde gleich umstellen, deswegen mache ich das gleich. Nämlich, ich multipliziere jetzt mal die Gleichung mit 0,018 durch. So, das ergibt hier jetzt dividiere ich durch 720. Jetzt die Klammer ausmultiplizieren. Das ist nichts anderes wie einmal das. Das heißt, jetzt ziehe ich, naja, machen wir es mal auf beiden Seiten das dazu zählen. Und jetzt ziehe ich das auf beiden Seiten ab. Ich dividiere durch auf beiden Seiten. Dann auf beiden Seiten einen Logarithmus anwenden. Und jetzt letzter Schritt. So, wir erhalten 8,19. Das heißt, sie kann sich achtmal voll auszahlen lassen. Also nochmal kompletter Überblick. Ein bisschen viel zum Rechnen, aber es ist halt, da muss man jetzt nicht wirklich viel umstellen, sondern einfach mehr einsetzen und durchrechnen. Wie gesagt, es ist nicht schön, aber darum geht es jetzt nicht. Also unter 1.4 sollen wir einen Tilgungsplan aufstellen für die ersten beiden Jahre. Ja, schauen wir uns erstmal den Darlehensvertrag an. Was ist das Wichtigste? Ja, okay, das Wichtigste ist jetzt erstmal die Darlehenshöhe, 57.800, dann die Laufzeit, 17 Jahre, dann mit welchem Zinssatz verzinst wird, 3,2% pro Jahr, und die Tilgungshöhe ist angegeben. Gleichbleibende Tilgungsraten. Das bedeutet, die Tilgungsraten sind konstant. Wenn ich weiß, dass ich konstante Tilgungsraten habe, dann weiß ich auch, um welche Art von Tilgung es sich handelt. Nämlich, es ist eine Ratentilgung. Also ich erstelle den Tilgungsplan immer in der Form, so dass ich in der ersten Spalte die Periode reinschreibe, dann die Restschuld, also das geliehene Geld, schreibe ich in die zweite Spalte, nämlich zu Beginn der Periode, deswegen Beginn T. Das ist das Darlehen in Höhe von 57.800 Euro. Das kommt hier rein. Der Zinssatz beträgt 3,2% pro Jahr. Gut, jetzt rechne ich die Zinsen aus, also die Zinsen der ersten Periode. Klar, also ich bezahle ja auf das geliehene Geld, bezahle ich einen Preis. Das ist in diesem Fall K0 mal I. Und ich erhalte 1849,60 Euro. Die trage ich hier ein. Die Tilgung beträgt 3400 Euro. Und die Annuität ist die Summe aus Zinsen und Tilgung. So, jetzt kann ich die Restschuld am Ende der ersten Periode angeben, indem ich einfach die Tilgung von der Restschuld zu Beginn der Periode abziehe. Das ist somit auch die Restschuld zu Beginn der zweiten Periode. Ich berechne die Zinsen der zweiten Periode. Das ist jetzt mein K1 mal I.
Die Tilgung ist ja konstant, deswegen ist sie immer gleich hoch. Ja, und ich ziehe jetzt die Tilgung nochmal ab und dann bin ich genau bei 51.000. Das war's. Das ist 1.4. Mehr ist es nicht. Die zwei Zahlen ausfüllen, fertig. Ich zeige euch das trotzdem mal mit Excel. Also zu Beginn haben wir die 57.800. Die Zinsen, naja, also ist gleich. Dann gehe ich auf die Zelle, mach, naja, mal und klicke hier auf das Feld und drücke F4. Die Tilgung ist immer konstant. Jetzt mache ich ist gleich und beziehe mich auf diese Zelle. Die Annuität setzt sich aus Zinsen und Tilgung zusammen und die Restschuld ist die Anfangsschuld minus die Tilgung. Und jetzt bin ich eigentlich schon fertig, ist gleich, dann gebe ich noch die Zelle an. Und jetzt habe ich die Abhängigkeit drin. Ja. So, naja gut, ich hätte auch beides markieren können. So. Jawohl, man sieht hier, jetzt habe ich den Tilgungsplan für die kompletten 17 Jahre gemacht. Am Ende des 17. Jahr ist die Restschuld 0, so wie es sein sollte. Und man sieht, dass die Annuität mit der Zeit geringer wird, weil die Zinsen kleiner werden mit der Zeit und die Tilgung immer konstant ist. Somit muss das natürlich auch abnehmen. Ja, das ist die Ratentilgung. Ja, alles klar. Jetzt haben wir es gleich geschafft, nur noch 1.5. Also ich soll jetzt berechnen, nach wie vielen Jahren die Luise erstmals weniger als 1.000 Euro Zinsen für das Darlehen zahlen muss. Ich werde es jetzt diesmal mit der Formel machen. Es gibt so die Merkhilfe für die Wirtschaftsschulen und es gibt zwei Tilgungsarten, nämlich die Ratentilgung und die Annuitätentilgung. Und welche Formel benötige ich? Die hier. Etwas ungewöhnlich ist der Index V. Für mich untypisch, ich verwende gerne einen anderen Index, ich werde das ganz einfach K nennen. Erstmals weniger als 1.000 Euro für die Zinsen zahlen sollen. Da kann ich erstmal eine Ungleichung aufstellen, also das Z. Z, mein Index nenne ich K. Weniger als 1.000 Euro. Ja, das ist jetzt meine Ungleichung. Und aus der Merkhilfe sehen wir hier, naja, das ist jetzt mein Z. Und das Z ersetze ich durch diesen Ausdruck. Also durch den hier. Ja gut, T steht für die Tilgungsrate. Warum steht da kein Index? Ja, weil die Tilgungsrate konstant ist, das heißt, das gilt ja für alle. Dann benötige ich keinen Index mehr. N ist die Laufzeit, das waren die 17 Jahre. Aufzinsungsfaktor, ja gut, wenn ich Q minus 1 mache, das ist einfach I. Ja, ich kann jetzt auf beiden Seiten durch 3400 dividieren. Jetzt durch 0,032 dividieren. Jetzt mache ich zwei Schritte auf einmal. Ich werde auf beiden Seiten K addieren und gleichzeitig werde ich auf beiden Seiten diesen Bruch abziehen. Okay, K echt größer als 8,8. Da es nur ganzzahlige Jahre gibt, daraus folgt K ist 9. Gucken wir uns das doch gleich mal hier im Excel-Sheet an. 9 ist hier. Und man sieht, ja, man sieht hier die Zinsen. Das sind die Zinsen unter 1.000 Euro. Im Jahr 18 sind noch knapp drüber und somit, genau, im 9. Jahr ist sie erstmal weniger als 1.000 Euro Zinsen, die sie bezahlen muss. Ja, wir sind fertig. Yeah. Unsere erste Prüfung. Ich muss dazu sagen, ja, war jetzt doch aufwendiger, als ich gedacht habe. Ich habe den Mund jetzt doch ein bisschen zu voll genommen, weil jetzt, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt eine Reihe und ich muss noch 4 Prüfungen vorrechnen, ich werde es trotzdem machen.
Auch wenn der Aufwand echt groß ist, aber hey, es macht auch Spaß, das zu erstellen. Na gut, vielleicht hilft es euch und wenn es euch echt gefallen hat, dann dürft ihr auch es auch zeigen. Ja gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal.